Hallo Leute, wie einige von euch ja vielleicht wissen, ist einer meiner großen Leidenschaften, aber auch das, was ich in meinem wöchentlichen Unterricht eben auch anbiete, das Thema Kampfsport oder Kampfkunst, das ich eigentlich schon seit ich 4 Jahre alt bin, betreibe und auch schon unterrichte, seit ich 13 oder 14 bin. Und habe in meinem Leben schon jetzt die unterschiedlichsten Kampfkünste erleben dürfen und trainieren dürfen und von auch guten Lehrern gezeigt bekommen. Und es hat sich in den letzten Jahren einfach bei mir herausgestellt, dass ich eigentlich nicht ein System speziell exklusiv unterrichten wollte, sondern es haben einfach viele von den Systemen gute Ansätze und teilweise gehen sie eben in verschiedene Richtungen, haben verschiedene Schwerpunkte, die sie legen. Und es hat mir eigentlich recht gut gefallen, das ein bisschen zu sammeln. Habe aber auch gemerkt, dass es für die Leute dann oft schwierig ist, die kommen, weil sie nicht wirklich genau wissen, was ist das, wie ist der Name von dem Ganzen. Ich habe dem Ganzen dann den Namen Free Martial Arts gegeben, das heißt freie Kampfkünste, in dem Sinn, dass es eigentlich keine fixen Regeln gibt, aber auch keine fixen Techniken oder Kampfstellungen oder das muss man genauso machen, sondern dass man mehr oder weniger ich alles zeige, was ich gelernt habe aus den unterschiedlichen Kampfkünsten. Das waren eben angefangen von Taekwondo über Wing Chun, Eskrima, Panantukan, Capoeira, Judo, Thai-Boxen, Lutha Livre, also all solche Sachen, die ich gemacht habe und eben in den letzten Jahren auch immer mehr die russische Kampfkunst, will ich jetzt gar nicht sagen, weil es eigentlich auch nicht kein abgeschlossenes System, oder System eigentlich schon, das heißt Systeme, aber insofern nicht etwas Fixes ist. Und habe meinen Unterricht eigentlich auch immer mehr jetzt einfließen lassen, dieses Systeme. Und möchte einfach jetzt den Leuten ein bisschen die Möglichkeit geben, da ein bisschen tiefer vielleicht Einblicke zu kriegen. Haben wir gedacht, ich mache es jetzt ähnlich wie es bei meinen CrossFit-Kursen jetzt macht, dass sie einfach innerhalb von 8 oder 10 Abenden, also 8 bis 10 Wochen, ich mal den Leuten ein bisschen einen Einblick in die Kampfkunstsysteme gebe. Also es ist ja eine russische Kampfkunst. Und auch da ist es so, da gibt es verschiedene Lineages, also verschiedene Abstammungen, von wem man das jetzt gelernt hat und wie ist das richtige System oder falsche System. Da gibt es auch natürlich wieder im Internet total viele Meinungen und untereinander Kämpfe. Da will ich mich gar nicht einmischen und ich will ja gar nicht behaupten, dass ich das System unterrichte oder Systeme richtig unterrichte. Aus meiner Sicht ist es immer so, jeder hat da so ein sein derzeitiges Level an Verständnis, gerade bei einer Kampfkunst wie Systeme, die sehr komplex ist. Also da kann man ein Jahr später das schon wieder ganz anders sehen, weil man tiefere Einblicke gekriegt hat. Man hat einfach immer ein momentanes Verständnis dieser Kampfkunst, aber ich denke, bei allen Kampfkünsten ist es eigentlich so. Und was mir an dieser Kampfkunst eigentlich, warum ich da ein bisschen hängen geblieben bin, so gut gefällt, ist, dass da eigentlich die ganzen Dinge, die ich sowohl unterrichte, aber auch in meiner Praxis als therapeutische Methoden anbietet, im System irgendwie alles drin ist. Also Systeme, the system ist weniger konzentriert auf Techniken. Es werden eigentlich in einem klassischen Systema-Setting auch keine Techniken unterrichtet, sondern mehr oder weniger Prinzipien. Und es geht eben ganz stark um den Einfluss der Psyche. Es geht ganz stark um intuitives, natürliches Lernen, so wie gesagt, meine Sicht der Dinge. Und das hat mir einfach wahnsinnig gut gefallen. Auch die Leute, bei denen ich das schon lernen haben dürfen, also aus, wie gesagt, aus unterschiedlichen Lineages, hat mir eigentlich jedes Seminar immer wieder gute neue Einblicke gebracht. Und wie gesagt, kann ich einfach da super die ganzen anderen Sachen, die in meiner Praxis, also angefangen von Heilen und Anführungszeichen, also manualtherapeutische Sachen, Atemtraining, psychologische Sachen, also das fließt im System irgendwie alles, finde ich, super zusammen. Und deshalb bin ich da eben auch ein bisschen hängen geblieben an dieser Kampfkunst, an diesem System. Und wie gesagt, möchte ich da jetzt gar nicht behaupten, dass ich jetzt da die Autorität für den Gebiet bin. Aber ich denke doch, ich habe jetzt schon einige Einblicke gekriegt und möchte eben das ein bisschen, da es bei uns eigentlich in unserem Breiten kaum jemand unterrichtet oder auch nicht so wirklich bekannt ist, da die Leute ein bisschen einen Einblick geben, ermöglichen, da ein bisschen einen Einblick zu bekommen. Wer also Interesse hat an dieser Form der Kampfkunst, ich werde die nächsten Tage oder Wochen immer wieder mal ein Video dazu machen, damit ihr ein bisschen eine Idee dazu kriegt, was das alles beinhaltet.
Und wie gesagt, wenn ihr Interesse habt, diese Kampfkunst ein bisschen näher kennenzulernen, dann schreibt mir noch einfach, so wenn ihr genug Leute zusammen habt, nachher werde ich da so einen kleinen Einsteiger-Einstiegskurs machen. Ich hoffe, ich sehe ein paar von euch beim Training und wünsche euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.